Gut, das ist natürlich eine sehr komplexe Frage, über die man sich Stunden verbreiten könnte oder semesterlang. Es gibt sehr viele verschiedene Ansätze für eine Basisdefinition von Religion. Ich trage Ihnen jetzt unter den verschiedenen Basisdefinitionen von Religion diejenige vor, die ich für die plausibelste halte. Ich denke, Religion basiert auf der Einsicht des Menschen, dass es mit der Wirklichkeit, in der er lebt, etwas auf sich hat. Dass die Wirklichkeit, in der er lebt, nicht einfach darin aufgeht, das zu sein, was sie ist und damit basta, sondern dass die Wirklichkeit auf etwas verweist. Und diejenige Erfahrungssituation, die für die Religion insbesondere entscheidend ist, ist die Erfahrung des Heiligen, des Sakralen. Das heißt, wir machen die Erfahrung als Menschen, die eine menschliche Urerfahrung zu sein scheint, dass es Dinge gibt, die die Qualität des Heiligen haben, die von dem berühmten und dem bedeutenden Religionsphänomenologen Rudolf Otto, der über den Begriff des Heiligen sehr intensiv gearbeitet hat, beschrieben wird als eine etwas ambivalente Erfahrungssituation, nämlich das Faszinosum, eines Faszinosum et tremendum. Also das heißt, wir machen die Erfahrung von etwas, was uns gleichermaßen anzieht und fasziniert und was gleichzeitig distanzgebietend ist und uns einen großen Respekt abnötigt, der Gesten der Verehrung von sich aus sozusagen uns abverlangt. Und diese Erfahrung des Heiligen, an der sozusagen die gesamte Wirklichkeitsordnung orientiert wird, auch kulturgeschichtlich, das heißt, das Heilige ist dasjenige, was uns unser gesamtes Wirklichkeitsverständnis strukturiert und ordnet. Diese Erfahrung des Heiligen verweist auf einen Ursprung dieser Heiligkeit und diesen Ursprung der Heiligkeit könnte man bezeichnen als das Göttliche. Ich sage deswegen absichtlich das Göttliche, weil es eben unterschiedliche Konzeptionen des Göttlichen gibt, monotheistische, polytheistische und die unterschiedlichsten Formen, wie man das Göttliche sozusagen begrifflich konzipieren kann. Da der Mensch diese Erfahrung macht und da diese Erfahrung für den Menschen sozusagen compelling ist, also dass sie ihn sozusagen verpflichtet und in Dienst nimmt, muss der Mensch in irgendeiner Art und Weise auf dieses Heilige und dessen Quelle, nämlich das Göttliche, reagieren. Und diese Reaktion des Menschen auf das Heilige und auf das Göttliche nennt man Religion. Religion ist also der Versuch des Menschen, das von ihm aufgrund seiner Erfahrung und der Deutung seiner Erfahrung erkannte Göttliche in sein Leben in der Weise einzubeziehen, dass er diesem Göttlichen gegenüber die dem Göttlichen angemessene Verehrung entgegenbringt. Und die vollzieht sich dann in erster Linie natürlich kultischer Art, aber die kultische Verehrung des Göttlichen erfordert auch eine intellektuelle Aufarbeitung dessen, worum es sich beim Göttlichen eigentlich handelt. Das heißt, Kult und Theologie sind hier miteinander verbunden. Da ich hier als Vertreter des Christentums sitze, sage ich auch noch etwas zum Verständnis des Christentums und der Religion. Die Religion, so wie ich sie jetzt beschrieben habe, geht letzten Endes zurück auf die Initiative des Menschen. Das heißt, der Mensch erfährt das Heilige und die Anwesenheit des Göttlichen, das die Wirklichkeit ordnet in seinem Leben und erfährt dieses Heilige und Göttliche als etwas, was von ihm abverlangt, in einer Art und Weise diesem Göttlichen und diesem Anspruch, der vom Göttlichen ausgeht, zu antworten. Das heißt, es ist eine Bewegung vom Menschen auf Gott hin. Das Christentum ist im Unterschied zu den üblichen Religionen, die eine Bewegung des Menschen auf das Göttliche hin sind, eine Bewegung des Menschen, der das Göttliche sucht und zu verstehen versucht und mit dem Göttlichen in Beziehung zu treten versucht, die genau entgegengesetzte Richtung. Das heißt, wir haben hier in der allgemein anthropologischen Sphäre des Religiösen, die sich so strukturiert, wie ich es gerade beschrieben habe, eine Umkehrung der Richtung, indem nämlich in der christlichen Religion es nicht Gott ist, der den Menschen sucht, sondern indem es nicht der Mensch ist, der sich auf Gott zubewegt, indem er Gott sucht, sondern im Christentum ist es so, dass Gott derjenige ist, der sich dem Menschen zuwendet und auf den Menschen zugeht, um den Menschen zu suchen, gewissermaßen wie das verlorene Schaf, und ihn zu erlösen. Wovon der Mensch erlöst werden muss, darüber können wir vielleicht später noch sprechen, aber ich würde zunächst mal sagen, das wäre meine allgemeine Definition von Religion. Unter den vielen, die es gibt, halte ich die für die einleuchtendste und das Christentum spielt darin die von mir beschriebene Sonderrolle. Das Christentum vollzieht eine ungeheuerliche Relativierung der Tradition. Und das tut das Christentum aus folgendem Grund. Das Christentum versteht sich nicht nur als ein religiöses Narrativ, sondern als eine rationale Weltdeutung und tritt deshalb zu dem Zeitpunkt, als es die Weltgeschichte betritt, nicht eigentlich als Religion auf, sondern als wahre Philosophie. Das heißt, das Christentum vermeidet in dem Augenblick, wo es sich im späten Römischen Reich, wo ein unglaublicher religiöser Pluralismus und eine große religiöse Toleranz und ein großer Wirrwarr mit anderen Worten geherrscht hat,
verwendet das Christentum bei seiner eigenen Selbstbeschreibung interessanterweise nicht religiöse Termini, sondern philosophische und politische. Also ein Zentralbegriff wie zum Beispiel Ekklesia für Kirche ist ein politischer Begriff und kein religiöser. So, das Christentum setzt also, indem es in die Welt tritt, einen deutlichen Kontrast gegenüber seiner religiösen Umwelt und sagt, wir sind überhaupt nicht dazu in der Lage und deswegen auch nicht dazu bereit, uns in irgendeiner Weise in den religiösen Pluralismus unserer Zeit einzubringen, sondern wir bringen etwas Neues, und zwar die Wahrheit. Und das Christentum orientiert sich dabei oder verwendet bei seinem Anspruch der rationalen Wirklichkeitsdeutung die Instrumentarien der Philosophie, die nicht in dem Sinne griechisch sind, dass man sagen könnte, sie sind eine griechische Besonderheit, sondern die etwas sind, was die Griechen entdeckt haben mit Menschheits- und Ewigkeitsbedeutung, und zwar aus gerade folgendem Grund: Die Griechen sind mit ihrer Philosophie ebenfalls extrem traditionskritisch. Die Griechen entwickeln die Philosophie zu einem Zeitpunkt, wo ihre eigene kulturelle und religiöse Tradition in die Krise gerät, weil sie einen, wie man das heute nennen würde, Globalisierungsschock erfahren. Das heißt, sie geraten in Kontakt mit anderen Kulturen und stellen fest, die haben andere Rechtssysteme, andere Religionen, andere mythische Traditionen. Was ist denn jetzt nun eigentlich wahr? Und dabei können sich die Griechen angesichts dieser Relativierung ihrer eigenen Tradition gerade nicht auf ihre eigene Tradition wiederum beziehen, sondern sie brauchen ein Instrumentarium, wie sie entscheiden können, was nun eigentlich das Richtige ist in Bezug auf Religion, Recht, Kunst, Politik und alle anderen Dinge und entwickeln damit Philosophie, das heißt Wissenschaft, also rationale Weltbewältigung. Das Christentum greift diese Tradition auf, was ich übrigens für Gott gewollt halte und für in der göttlichen Vorsehung vorgesehen. Deshalb hat es die griechische Philosophie gegeben, damit das Christentum sie hinterher verwenden konnte, wie übrigens auch die Infrastruktur des Römischen Reiches. Als frommer Katholik glaubt man sowas. Das Christentum bedient sich also dieses rationalen Instrumentariums und tritt in die Welt nicht als eine Religion unter anderen, sondern als dasjenige, was ich vorhin bereits angedeutet habe in meinem ursprünglichen Statement, als die Bewegung von Gott auf den Menschen zu, das heißt als etwas, was der Mensch gar nicht beeinflussen kann, sondern was von Gott vorgegeben ist. Gott gibt vor, wie wir mit ihm umzugehen haben. Gott gibt die Wirklichkeit vor, er hat sie nämlich geschaffen, und er gibt uns damit auch vor, wie die Wirklichkeit angemessen zu interpretieren ist. Mit diesem Anspruch tritt das Christentum in die Welt. Natürlich hat das Christentum ebenfalls ein Narrativ und natürlich ist für mich Religion auch von entscheidender Bedeutung. Und das Narrativ, auf das sich das Christentum stützt, ist das Narrativ des Neuen Testaments, das natürlich auf das Alte Testament fußt, aber das möchte ich jetzt heute hier ausklammern. Ich beziehe mich jetzt auf das Neue Testament, das eine eminente historische Quelle ist. Das heißt, alle Religionen haben eigentlich irgendein ihnen zugrunde liegendes Narrativ, in der Regel mythischer, symbolischer, metaphorischer Art. Und das Christentum ist eine Religion, dessen ihm zugrunde liegendes Narrativ nicht symbolisch, nicht metaphorisch, nicht sozusagen ja, metaphorisch oder symbolisch ist, sondern das Christentum gründet auf ein historisches Narrativ. Das Neue Testament ist eine eminente historische Quelle. Das Neue Testament ist wahrscheinlich überhaupt die eminenteste historische Quelle der gesamten Antike. Wer nicht der alte Althistoriker Rosen in Bonn, ich glaube, er lebt noch, aber lange emeritiert, pflegt immer zu sagen, meine Damen und Herren, wenn Sie nicht akzeptieren, dass das Neue Testament eine enorme historische Quelle ist, dann müssen Sie behaupten, wir wissen über Alexander den Großen gar nichts. Da ist nämlich die Quellenlage extrem dünn und die ersten Quellen tauchen 300 Jahre auf, nachdem er bereits gestorben ist. Die frühesten christlichen Quellen sind unmittelbar sozusagen in apostolische Zeit zurückzuführen. Wir haben es hier mit einem historischen Befund zu tun. Wir haben eine Anzahl an Originalschriften, die alles andere übersteigt, selbst die Ilias. Also die Ilias kommt nach dem Christentum als diejenige Schrift mit den meisten historischen Quellen, ist aber lächerlich wenig verglichen mit dem Neuen Testament. Und was im Neuen Testament berichtet wird, wird auch durch externe Überprüfungen, die ja nun in der Historiografie immer wieder stattgefunden haben, immer weiter bestätigt. Vergessen Sie den ganzen Unsinn der protestantischen Exegese der 20er Jahre. Wir haben neuere historische Ergebnisse, die uns zeigen, dass das Neue Testament eine absolut verlässliche historische Quelle ist. Das heißt, wir stützen uns als Christen auf etwas, was tatsächlich stattgefunden hat. Und wenn Sie sagen, naja gut, die Leute haben, wir haben diese Tradition, die bis in apostolische Zeit zurückreicht, aber die Leute können sich ja getäuscht haben oder sie können irgendwas erfunden haben. Auch hier könnte man jetzt stundenlange Vorträge darüber halten, warum diese Möglichkeiten ausgeschlossen sind. Es kann nicht sein, dass 500 Leute zum Beispiel Christus nach seiner Kreuzigung als Auferstandenen gesehen haben und sich alle ausgedacht haben oder alle der gleichen Massenpsychologie erlegen sind. Es ist psychologisch und psychoanalytisch vollkommen unmöglich.
Und man kann das Ganze auch unter kriminalistischen Gesichtspunkten betrachten. Das ist besonders interessant. Betrachten Sie die Ergebnisse des Neuen Testaments unter kriminalistischen Gesichtspunkten, also unter dem Gesichtspunkt, wie prüfe ich Zeugenaussagen vor Gericht, dann werden Sie feststellen, dass das Neue Testament, eine Quelle ist, die genau dieser Prüfung in enormer Weise standhält. Ich möchte nur Ihnen gegenüber sagen, ich widerspreche Ihnen vollständig darin, zu sagen, es geht letzten Endes um das Überleben. Überleben ist völlig sinnlos, wenn es keinen Zweck hat. Überleben ist nicht der Selbstzweck menschlicher Existenz. Ich brauche einen Grund, um zu überleben. Ich kann nämlich, wenn mir dieser Grund zu überleben abhanden kommt, in eine derartige Krise geraten, dass ich sogar sterbe, ohne mich selber umzubringen. Und das Christentum, das wie gesagt auch auftritt mit dem Anspruch, Philosophie zu sein, übernimmt hier eine Tradition, die aus der insbesondere aristotelischen Tradition stammt, oder eine Auffassung, die aus der aristotelischen Tradition stammt. Das, worum es jeder Art von belebtem Organismus geht und auch dem geistigen Organismus des Menschen, ist eben nicht Überleben, Weitergabe seiner eigenen Gene oder sonst irgendwas, das wäre nämlich vollkommen sinnlos. Überleben um des Überlebens willen ist eine Absurdität. Worum geht es, wenn wir die Sache aristotelisch betrachten, und ich halte das für vollkommen richtig, dann geht es letzten Endes um Vervollkommnung. Vervollkommnung ist der Grund, warum wir überleben wollen. Wir vervollkommnen und verbessern uns nicht deswegen, damit wir überleben, weil Überleben um des Überlebenswillens wäre sinnlos, sondern wir verbessern uns und wir wollen überleben, weil wir eine Vollkommenheit anstreben. Das ist das, worum es geht. Und was die Vollkommenheit ist, gibt uns Gott vor. Ja, selbstverständlich. Ich meine, entweder ist Jesus Christus der Erlöser oder er ist es nicht. Entweder ist die Trinität, wie es im Koran steht, eine Einheit aus dem Vater, dem Sohn und Maria, was ein Blödsinn ist, oder sie ist es nicht. Also, ja, Tertium non datur. Also, wenn wir das nicht Widerspruchsprinzip akzeptieren, und das ist die Grundlage jeder Art von logischer Auseinandersetzung, dann sind bei bestimmten unterschiedlichen Positionen dritte Möglichkeiten nicht gegeben, sondern das eine oder das andere ist wahr. Und Jesus Christus war entweder der Erlöser oder er war es nicht. Tertium non datur. Wir haben verschiedene religiöse Narrative, die unterschiedliche Inhalte haben, und es gibt logisch gesehen nur zwei Möglichkeiten. Entweder eines dieser Narrative ist richtig oder alle sind falsch. Das heißt, gibt es dann keinen Dialog zwischen verschiedenen... Ja, wir machen ja gerade einen Dialog zwischen verschiedenen Leuten. Ich kann mich natürlich mit jedem ständig unterhalten und tue das auch gerne, aber schauen Sie, aber es geht hier nicht um Meinungen. Schauen Sie, die Sache ist einfach. Entweder ist Christus der Erlöser oder ist es nicht. Sie können sagen, wir können es nicht wissen. Ich sage, wir können es schon wissen. Aber logisch gibt es keine Möglichkeit, dass er es weder ist noch nicht ist. Das heißt, entweder haben die Christen Unrecht oder die Christen haben Recht. Punkt. Wenn Sie sich die Diskussion um das Heilige ansehen, dann werden Sie feststellen, dass das Heilige natürlich in einem emphatischen Sinne etwas ist, was von diesen Leuten sozusagen in einer emphatischen Weise empfunden wird, die Max Weber als religiöse Virtuosen bezeichnen würde, die sie im Auge haben. Das ist in dieser ausgezeichneten Art und Weise sicherlich zutreffend, aber man muss zwei Dinge bedenken. Erstens, man kann zeigen, und das tut nicht nur Otto, sondern auch eine Reihe von anderen Religionsphänomenologen, dass die Unterscheidung zwischen sakral und profan wahrscheinlich die Grunddifferenzierung in allen Kulturen ist. Also Ernst Cassirer, mit dem ich promoviert habe, zum Beispiel zeigt das auch. Die Unterscheidung zwischen Sakral und Profan ist wahrscheinlich die Grundkategorie der Unterscheidung, auf die sich Kultur überhaupt aufbaut. Das geht natürlich dann auch ein in den Alltag. Wenn Sie als Katholik eine Kirche betreten, machen Sie selbstverständlich eine Kniebeuge und nehmen Weihwasser. Sie werden bestimmte Arten von Ehrfurchtsbezeigungen zum Beispiel in einer Kirche verüben. Und das heißt, in Ehrfurcht zu leben und sich dazu in die Lage zu versetzen, so etwas wie Heiligkeit zu spüren, setzt natürlich auch eine gewisse Übung und eine gewisse Einübung in diese Virtuosität voraus. Ich würde bestreiten, dass normale Gläubige nicht durchaus ein sehr deutliches Gespür für Heiligkeit haben. Das mag jetzt nicht den Intensitätsgrad erreichen, den es bei einem Mystiker erreicht, aber es kann diese Grundunterscheidung von Sakral und Profan nur die Grundunterscheidung von kulturellen Differenzierungen überhaupt sein, wenn die Menschen ein Gespür dafür haben, was dieser Unterschied ist, also auch ein emotionales Verhältnis dazu haben, das man aber natürlich einüben muss. Also das heißt, es erfordert eine gewisse religiöse Virtuosität, die nicht die Virtuosität der ganz großen Virtuosen erreichen wird, aber man kann ja auch ein kleinerer Klavierspieler sein. Also das heißt, ich glaube, dem normalen Menschen, wenn er ein gesundes Verhältnis zu sich selbst, seinen Mitmenschen und seiner Umwelt hat, wird das Gefühl des Heiligen durchaus nicht fremd sein, sondern wird ein gewisses Bedürfnis der Ehrfurcht
empfinden. Und ich weiß nicht, von wem dieser, es gibt einen meiner Lieblingssätze, ich habe es dummerweise vergessen, von wem er stammt, lautet, Reinhold Schneider, glaube ich, verehren zu dürfen ist das schönste Geschenk des Lebens. Und ich glaube, das sehen viele Leute durchaus so.